Sollte schnell gehen jetzt. Wie gesagt, das ist ja kein Problem. Wir haben jetzt noch 36 offene Jobs. Das wird aber immer besser. Das war vorher noch voll die Riesenzahl, ist es jetzt aber nicht mehr, weil wir einfach die Bevölkerung gerade fast verdoppelt oder beinahe verdoppelt haben. Das ist jetzt die 36, sind jetzt die 36 offenen Stellen gar nicht mehr so schlimm, ne? Also im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung, meine ich. So, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt eines Tages hier mal mehr als diese Carpenter-Stelle, die eine, die wir haben, besetzt bekommen. Das ist schon arg wenig, was wir haben, und unsere Cards schauen auch nicht so ganz so glücklich drüber aus. Ich hoffe sehr, dass wir hier zumindest mal unsere Geschichte hier ein bisschen verbessern können. Lass mal gucken. Ja, Lucky Lucky machen und so. Wie gesagt, wir versuchen das natürlich jetzt deutlich stärker zu besetzen. Das ist dann bestimmt gut. Ja, weil das ist nämlich blöd. Jetzt ist September und die kommen einfach nicht dazu, das alles sauber abzuernten, weil es zu wenige sind. Und das bisschen, was geerntet wird, das reicht einfach nicht. Ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe, sind hier 1700 Flachs auf dem Feld. Und hier sind es 1700... Ich weiß nicht, oder? Ist das so? Könnte schon sein, ne? 32. So, hier ist die Fruchtfolge im Eimer. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir gehen da rein, lassen das Feld nochmal arbeiten und dann überlegen wir uns, wie wir mit der Fruchtfolge vorweg gehen. Jetzt machen wir hier zum Beispiel erstmal mit Barley. Dann machen wir... Buchweizen. Ich glaube, das ist gut so. Vielleicht noch mal was. Könnten vielleicht noch Kartoffels anbauen. Muss man mal gucken, ob das mit den Kartoffeln noch klappt. Schauen wir mal. So, die nächste Hütte wird schon gebaut. Die nächste ist auch schon fertig. Alles klar. Hier wird ordentlich. Die haben natürlich alle jetzt nicht viel Kohle, ne? Das sind halt einfach, die Bevölkerung ist hier halt einfach jetzt gerade so. Aber unsere Mittelschicht ist tatsächlich sehr wohlhabend. Das klappt ganz gut. Also wir haben so quasi ein gutes Spektrum abgebildet. Die wenig haben, sind natürlich die immer neu zuziehen. Die brauchen ein bisschen, um sich ein eigenes Vermögen aufzubauen. Die hier zum Beispiel, bei denen war es so, die haben wir unterstützt. Und selbst die haben jetzt immer noch mehr, als sie es vorher hatten. Manche gehen da halt voll steil, ne? Weil manche verdienen sich hier dumm und dämlich und manche halt gar nicht. Es kommt immer darauf an, ob beide dauerhaft berufstätig sind oder nicht. Wenn beide dauerhaft berufstätig sind, dann verdienen die sich hier wirklich extrem viel. Buchweizen, das erste Superfood. Ja. So, Demand. Was haben die als Demand? Kann ich da hier irgendwas liefern? Nichts, was ich möchte. Nope. Das kaufen wir. Oh nein, warte mal, was ist das? Oh, ich habe das Falsche gekauft. Ich wollte Textil kaufen. Ich wollte Textilien kaufen. Ich habe irgendeinen Schmarrn gekauft. Oh no. Ja. Hupsi. Was ist denn Hupsis passiert? So, die bauen weitere Wohnungen. Wie gesagt, Wohnungen bauen ist gar kein Schaden für uns. Das ist echt in Ordnung. Das kann man machen. Das ist fein. Zwergtubs. Ja. Oh, Andrea, das wäre auch noch ein schönes Ding, ne? So, das sind noch die nächsten zwei Häuser. Dann wird schon wieder eine Brücke hier gebaut. Ah, es läuft. Unsere Bauwarteschlange, ihr müsst zugeben, die Bauwarteschlange war schon schlimmer.
Und es wird auch jetzt immer besser. Also es wird jetzt wirklich immer besser. Guck mal, die Häuser waren vorhin noch mit Bäumen besetzt. Und mittlerweile haben wir dermaßen viel Holz verbraten, dass unsere Förster hier schon ordentlich was freigeschlagen haben. Die tragen hier immer noch gut raus. Hier fehlen noch 10 Bäumchen und so weiter. Hier fehlen noch 14. Aber das ist echt überschaubar. Das ist nicht schlimm. Also ich glaube, dass wir die ganze Zeit jetzt Holz hier vorlagern, ja, und hier wirklich einen Pufferspeicher haben, bringt uns tatsächlich vorwärts. Das Ding ist halt, kein Schwein will Holz kaufen. Ich habe das noch nie gesehen. Lynn, hast du das schon mal gesehen? Punkt. Auch nicht, ne? So. Dankeschön für den Resub im 16. Monat, Lynn. Vielen lieben Dank für den ganz, ganz lieben Support. Ich danke dir vielmals. Das ist saulieb von dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, mal gucken. Oder? Oh, unsere Carpenter sind mittlerweile ready to go. Ja, was? Und wir brauchen definitiv mehr Metal Parts. Not enough Charcoal. Really? Really? Merkwürdig. Sehr merkwürdig alles. Du verkaufst ja immer, ja, aber da muss ja eigentlich ein bisschen was übrig bleiben für unsere Händler auch noch, ne? So, der müsste jetzt gleich angezündet werden, der läuft schon. Ja, und die anderen müssten halt jetzt auch auf die Schnelle noch gehen, ne? Der ist in Queue. Der wird auch schon bedient hier. Freie Arbeitskräfte waren halt... Das ist halt immer das Ding. Sobald wir keine freien Arbeitskräfte haben, ja, eskaliert das mit der Charcoal-Geschichte. Schau mal hin, wie geil das jetzt läuft. Wie geil das jetzt läuft. Der Sommer ist immer Katastrophe. Deswegen produziere ich jetzt einfach drüber. Weil allein, wenn das hier in den Pits drinnen ist, ist in Piles, also in diesen Köhlergruben, reicht mir das ja schon. Da brauche ich kein extra Lager für. Wenn du 4 von den Teilen hast, wirst du auch immer genug haben. Das Ding reißen wir bei Zeiten dann mal ab und bauen das, setzen das neu hin, dass wir hier so einen schönen 4er-Meiler haben. Ah, das wird dann schon gehen. Da kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel gerade. Ja, das ist sehr gut. Dann, weil wenn unsere Schmiede nicht hinterherkommt, ist das doof. Ja, hier brauchen alle Cards gerade Repair und die kommen nicht hinterher, weil denen fehlen die Metal Parts. Und die Metal Parts können die nicht herstellen, weil die haben keine Charcoal. Es ist dringend erforderlich, dass wir hier deutlich mehr davon haben. So, die holen das natürlich jetzt und schleppen das ja wie die Bescheuerten hier rein. Ich hoffe, es findet auch hier den Weg her. Ja, ja, auch sehr viel. Okay, alles klar. Dann können die nämlich jetzt loswursteln. Ich ignoriere den Händler jetzt mal ein bisschen. Ah, warte mal, ich ignoriere ihn nicht. Nee, ich ignoriere ihn erstmal. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. So, der zweite Meiler läuft. Das ist halt gut jetzt, ne? Jetzt gleicht sich das so ein bisschen aus. Das finde ich schon sehr gut. Gut. Hier geht es nämlich auch weiter. Und hier sind wir als ordentlich, haben wir als ordentlich Arbeitskräfte frei. Und wenn die mit einem Card kommen, geht das halt viel schneller alles. Als wenn die das per Hand antragen, ist das halt total Katastrophe. Wir müssen es aber erlauben, nicht, dass wir uns da eine gefährliche Geschichte schaffen. Das wäre saublöd, ne? Gut, hier produzieren die jetzt wieder alles Mögliche. Metal Parts. Lagern wir die im Hauptlager eigentlich ein? Nee, nur Nails, ne? Das heißt, die werden eigentlich unmittelbar, werden diese Metal Parts
Wenn die nicht... Ah, wir haben die gekauft, ne? Hier werden die Rauch reingebracht. Ich glaube, bis zu 100 oder so haben wir da damals eingelagert. Ich glaube, das ist nicht die gute Idee. Die Metal Parts brauchen wir selber. Wir lassen die wieder rauspacken. Die sollen lieber hier reinkommen, weil das ist nämlich viel wichtiger. Die brauchen immer 20 Stück davon. Okay, wir haben zwei geheiratet. Es wurde ein neues Haus gegründet. Und Katharina ist gestorben. Oh, ist jetzt was zu langsam. Ich weiß nicht, wo sie war. Ein Zwerg verletzt. Mikua! Punkt. Hallo Zwerg. Hallo Chat. Ein wunderschönes Hallo und Dankeschön, Lord Mikur, für deinen Resub im 27. Monat. Auch schon wieder ewig dabei. Dafür, Chat, könnt ihr gerne mal ein Ausrufezeichen Hype dalassen. Für Mikur. Der freut sich nämlich wie ein Schnitzel dann. Glaub mir, wie ein Schnitzel. Das wäre wunderschön. Charcoal wird noch überwiegend da reingeschleppt, ne? Ne, die sind fertig. Okay, das heißt, Charcoal ist jetzt ready to rumble. Da ist nicht mehr ganz so viel übrig, aber der nächste Meiler ist schon wieder ready. Ja, wir sind guter Dinge, ne? Mit drei Meilern funktioniert das jetzt gerade deutlich besser auch. Dass die halt auch durchgehend was produzieren können. Mining Cards sind sau teuer, was die Metal Parts angeht. Das dauert eine ganze Weile, bis die hinkommen. Wir geben denen mal ein bisschen Unterstützung, damit das ein bisschen flotter geht. Und die haben auch, glaube ich, keine Unterstützung. Damit die nicht jedes Mal Zeug holen müssen, geben wir denen jetzt Leute ran, die die erstmal versorgen. Dann können die nämlich hier wirklich auch nicht mehr, müssen nicht mehr supplyen, sondern lassen sich beliefern und arbeiten da halt wirklich straight dann durch. Das ist vielleicht ein bisschen besser, wenn wir hier die Leute ein bisschen anders einteilen. Ja, weil dann kommt hier nämlich, guck mal, 3400 ist gerade im Zulauf. Leck, ist das viel. Das ist wahnsinnig viel. So, die gehen alle, jetzt geht er hier zur Arbeit. Und jetzt geht es nämlich los. Jetzt kann der nämlich hier durchgehend arbeiten, weil der halt alles hat. Haben die, warte mal kurz, haben die Iron? Ja. Ich kaufe mal nochmal 500 Iron ein. Das kostet nicht so schlimm viel. Das mache ich jetzt schon. Und dafür verkaufe ich dem jetzt erstmal 1000 Schuhe. Das sollte ein guter Deal sein. Klamotten haben wir 240. Da kann ich mir auch mal ganz kurz noch ein bisschen was verkaufen. Dann können wir nochmal 500 Iron kaufen. Das sollte passen. Gut. Haben wir Plus gemacht. Die Nägel werden reserviert. Wofür werden so viele Nägel eigentlich reserviert? Lass mal schnell schauen. Nails. Weil wir gar keine haben. Diese exzessive Baugeschichte, die wir die ganze Zeit am Laufen hatten, war vielleicht unter Umständen möglicherweise etwas viel für unser System. Diese ganzen Häuser zu bauen, kostet halt einen Haufen Schotter. Und was jetzt auch das Problem ist, dass diese Brücke zum Beispiel wahnsinnig viele Nägel, nämlich noch 400 Stück braucht und wir gar keine haben. Aber es sollte jetzt besser werden. Hier wird ordentlich supplied. Das bedeutet, die können halt wirklich arbeiten. Ne? Also die können sich halt auf die Arbeit konzentrieren. Und mit den Metal Parts, die wir hier haben, sollte das hoffentlich auch besser gehen. Es ist halt ein Riesendruck gerade auf Nägeln drauf. Das wird jetzt dann, denke ich, auch bald besser werden. Going to work, working... Jetzt schauen wir mal gerade. Das schaut gut aus. Produzieren schon Nails. Die machen halt alle Nägel gerade, weil das halt weggeht wie verrückt, ne? Ja, ja. Deswegen, wenn auch gerade, wie gesagt, Nägels produzieren die immer ganz gerne mal. Ja, aber wenn halt die sofort genommen werden, produzieren sie halt nicht, sobald sie ein bisschen Stand haben, versuchen sie dann normalerweise Metal Parts auszugleichen. Machen sie jetzt aber nicht, weil die sofort geholt werden. Da bleibt nie ein Metal, also es bleiben hier nie Nägels übrig, ne? Die werden sofort geholt. Hier ist so, schau mal, was hier los ist an der Schmiede. Wie gesagt, es mag vielleicht an der Brückenkonstruktion hier liegen, die wir gerade am Laufen haben. Da ist aber tatsächlich jetzt alles drin, ne? Nee, Quatsch, das ist die falsche Brücke. Die Brücke ist da oben, die. Ja, die ist aber auch gleich fertig, ne? 48 Nägel nur noch. Das geht schnell.
Ey, Michael, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut und habe ein wunderschönes Wochenende. Und Knuddelwerner, Hallöchen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, ey. Willkommen zurück. Das habe ich alles verpasst. War ja die ganze Zeit nicht mehr da. Boah, wir sind jetzt wieder durch so viele Games durch. Du bist jetzt, glaube ich, gerade im dritten Stream von Austriff. Zweiter oder dritter Stream von Austriff erst. Also wir haben erst angefangen. Ist noch gar nicht lange her. Haben wir schon ein beschauliches kleines Dorf gegründet, ne? Mit definitiv sehr vielen Problemen. Aber da sind wir dran. Da sind wir dran. Ach, guck mal jetzt. Das wird jetzt mit den... Jetzt sparen wir ein bisschen die Nägel auf. Das passt schon ganz gut. So, jetzt stocken wir mal ganz kurz. Hier kann nicht fertig gebaut werden, weil wir die nicht haben. Die bauen gerade die Stone Cards. Das heißt, hier können wir einen Arbeiter mal einstellen vielleicht. Und danach kümmern die sich nämlich um die Repair. Wir können ja aber mal sagen, nicht mal 1000 hier drin lassen, sondern machen mal hier zum Beispiel nur 500 oder so rein. Für den Moment zumindest, damit die sich mehr um die Metal Part Teile kümmern. Mal schauen. Aber wie gesagt, Knuddelwerner, du kommst relativ schnell rein. Ich sag dir, wie es ist. Du kommst hier relativ schnell rein. Wir machen alles gemütlich und entspannt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ah, guck mal, jetzt produzieren sie ja auch mal ein paar Sachen hier. Ja? Er wird schon wieder geholt, aber ganz wild. Lass mal schon die Ressourcen anschauen. Ich finde das so eigentlich fast schöner. Wir produzieren 900 irgendwas. Ja, wir storen jetzt. So ein bisschen wird gelagert jetzt. Okay, das ist sehr schön. Das ist gut, wenn die voll werden, dann ist es natürlich... Oh, jetzt habe ich wieder kein Charcoal. Leck! Was ist denn nur? Why? Ach, weil Sommer ist. Ja. Und jetzt sind wieder alle auf den Feldern beschäftigt. Und wir haben immer noch keinen... Doch, wir haben Flug. Wo ist der Flug unterwegs? Da! Wow, what a Freundschaft, ey. Das ist ja Wahnsinn. Schaut euch das an. Das geht schon sehr viel schneller, ne? Auch bei diesen Riesenfeldern. Wir haben eigentlich alles jetzt dann, was wir wollten, ist jetzt fertig. Ja. Es muss noch gesät werden, aber das müssten wir hinbekommen. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Ja, jetzt kommen sie zum Säen. Ja, hier wird schon gesät. Kartoffels gibt's hier, okay. Jetzt kommt ein Händler wieder. Lass mal. Ah, die sind gut dabei. So, wie schaut es bei euch aus? Ihr braucht natürlich noch das Mining Card. Und das braucht natürlich noch enorm viel. Und das braucht enorm viel Charcoal. Und Charcoal wird gerade nichts. Firewood ist natürlich auch eine schöne Sache, um maximal Holz wegzuhauen, ne? Aus unserem Lager. Weil hier, die produzieren ja auch Firewood ohne Ende, ne? Also da ist ja auch viel immer eingelagert. Und da wird auch was geholt gerade. Alles in Queue noch. Das dauert noch. Da geht die Zeit, vergeht die Zeit wie im Flug. Alter, viel Stress in letzter Zeit. Die Knuddelwerner. Du weißt was? Leg einfach die Füßchen hoch. Entspann dich. Nimm dir was Warmes, Kaltes, was auch immer du, worauf auch immer du Bock hast. Und, wie gesagt, genießt den Stream. Ich glaube, das ist zum Abschalten gar nicht schlecht. Austriff sowieso ist ein schönes Spiel zum Abschalten. Einfach ein bisschen so verfolgst, wie so diese Siedlung sich entwickelt, wie so alles läuft. Ich glaube, das gibt wenig, was entspannter ist.
So, jetzt schauen wir nochmal gerade nach Kohle. Unsere Kohlemeiler sollten jetzt langsam... Ja, jetzt ist er ready. Jetzt köhlert hier ein bisschen die ganze Geschichte. Ich hoffe, die machen den zweiten. Ja, der zweite wird auch schon ordentlich befeuert. Da müssen halt 10.000 rein. Das ist viel. Aber das ist okay. Lass den ruhig mal machen. Na, ich hoffe ja, dass wir mehr Cards dann irgendwann zur Verfügung stellen können. Weil die reparieren halt erst, wenn die, genau, hier sind noch eine weitere Order, ist in Queue hier auch drin. Pff, die können halt gerade nichts machen, ne? Ich meine, ich kann das auch ein bisschen für einen weniger einstellen, weil wir haben echt einen Mangel an Ressourcen und nicht an Arbeitskräften da. Aber deine Streams vermisst. Ah, ist doch schön, dass du wieder da bist. Das freut mich. Sucht gerade. Wir sind auf 7.000 jetzt dann gleich. Dann fehlen noch 3.000 und dann sind wir ready to go. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann können wir die unsere Cars reparieren. Dann geht alles nochmal ein bisschen schnuffiger. Ne? Schnuffiger. So, hier ist ein neues Kind geboren in dieser Familie. Schon die zweite Generation, die hier lebt. Die dritte ist auch schon unterwegs. Kira! Wunderschönen guten Abend. Hi! Na, Kira? Was macht die Kunst? Wie geht's dir? Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt hier ordentlich Kohle an. Theoretisch sollten die hier auch gut auffüllen können. So, die müssen jetzt alle gleich loslegen können. Schön. Gut, gut. Und Gary, ist auch dir ein wunderhübsches. Einen wunderhübschen guten Abend. Ich habe eine Erzmine, eine Eisenerzmine. Hier hinten ist eine, aber die ist eigentlich nicht aktiv. Momentan kaufen wir unser gesamtes Eisen direkt vom Markt ein. Also wir verkaufen, unser Ziel ist es, Klamotten und Schuhe zu verkaufen. Das ist unser Haupthandelsgut. Und wir kaufen uns davon eigentlich alles ein, was wir brauchen. Das ist unser Wirtschaftssystem, was hier aktuell läuft. Also wir... Kohle... produzieren wir. Wir produzieren Schuhe und Klamotten. Das sind die drei Handelsressourcen, mit denen wir Geld machen. Und den Rest ist... den Rest kaufen wir einfach. Das ist eine gute Sache. Mir gut, nachdem ich jetzt das vierte Mal geflogen bin, trotz Höhen- und Flugangst. Oh nein, Kira, ich fühle das so mit. Ich fühle das so mit. Ich kenne das. Das ist ganz unangenehm. Sterb bei jedem Flug tatsächlich. Mindestens einmal. Meistens aber zwei. Start und Landung. Katastrophe. Und unterwegs habe ich so ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. So ein ganz unangenehmes. Die kümmern sich. Kann ich das eigentlich noch mehr definieren? Stock, ja. 3.000 sollen hier rein. Machen wir 5.000 hier rein. Und 100 Metal Parts sollen hier immer rein. Und hier sagen wir mal 10.000 sollen hier rein. Und 1.000 Iron sollen hier rein. Das wird natürlich jetzt erstmal rechte Überlastungen bringen, aber ich will hier ein bisschen mehr gespeichert wissen, weil ansonsten ist das jedes Mal Katastrophe. So. Leonberger Löwen, wunderschöne gute Nacht. Kirche und Friedhof haben wir angelegt? Ja, ist hier oben. Dafür ist die neue Geschichte hier da. Aber ihr habt recht. Nee, wobei, wir haben noch freie Gräber tatsächlich da. Aber hier sind unsere Gräbers. Ja. Genau, die Logs von denen anschauen, er ist angekommen, 1724, hat im Oktober als Weber angefangen, hat als Weber aufgehört, weil er entlassen worden ist und hat am Warenhaus dann angefangen zu arbeiten und ist im Juni 33 ist er gestorben. Katharina zum Beispiel, die hat ganz schön viel schon mitgemacht, die war auch schon wild unterwegs. Das ist so cool, dass die Leute in so eine Art eigene Vita haben. Ich finde das so gut. Du kannst dann nochmal richtig damit, auch mit wo ist er? Wo lebt er? Sakha. Mit Sakha, der ist 37, unser Schmied, einer der Schmiede ist der. Und das
wenn der, also der hat ja eigentlich nur einen Eintrag, ne? Da hat der Schmied angefangen und da war er immer beschäftigt. Ja, wir haben leider dummerweise, uns fehlen noch die Ressourcen, um richtig gute Sachen zu machen, wie zum Beispiel einen Mediziner, der braucht halt sehr, sehr aufwendige Steinkonstruktionen und das ist super schwierig. So, und die brauchen auf jeden Fall mehr. Not enough. Ich glaube, die fangen jetzt breit um an, alles zu reparieren. Not enough metal parts for repair. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass die jetzt ordentlich produzieren hier. Ja, die haben ordentlich Zulauf. Die sind jetzt auch vor allem Dingen zu zweit. Das könnte halt auch so ein Ding werden. Dass alles ein bisschen flotter geht. Wir können auch noch mal tatsächlich noch mal schauen, ob wir jemanden einstellen können. Repairing. Ah, der holt sich die Cards dann, okay, und repariert sie dann. Ah ja. Going to work. Ist jetzt fertig. Taking rest. Ja, aber das wird jetzt schon, wenn die halt jetzt auch mehr produzieren, dann wird das schon. Die Charcoal, dass die immer so wenig ist, das ist halt echt, das wundert mich einfach nur. Die haben einfach zu wenig Leute für all das. Die müssten hier viel, viel mehr Charcoal liefern. Tun sie jetzt auch, aber es ist immer noch zu wenig. So, hier ist wieder hoffentlich ein bisschen was. Supplying resources, taking rest. Das ist halt auch schwierig, ne? Taking rest. Jetzt müssen wir mal irgendwann mal auch anfangen zu arbeiten, Leute. Alle machen nur Pause. Going to work. Taking rest. Okay. Supplying resources. Der holt jetzt natürlich die Metal Parts, die er braucht. Und zack. Repariert einen Card. Der Reparator. Fünf Metal Parts brauchen wir dafür jedes Mal. Ja, okay. Das können wir holen. Ja. Ja gut, es dauert halt seine Zeit, aber ich glaube, die Cards sind halt jetzt alle gerade kaputt. Oder fast alle. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher für uns gerade, auch im Moment. Weil halt, ne, was willst du machen? Aber hier, glaube ich, haben sie schon eins zumindest mal repariert. Das ist ein Anfang, es wird, dann können die auch das irgendwann die Kohle hier schneller liefern und so. Also das geht dann alles schon. Es wird dauern, es wird so oder so dauern. Die reparieren jetzt beide, zwei Leute zeitgleich ein Card. Bin ich mal gespannt. Die sind am Harvesten schon. Die haben auch ein bisschen Hilfe, das ist gut. Ja, jetzt machen die alle Pause, gut. Aber das wird dann die Ausrufezeichen deutlich senken, hoffe ich. Ja. So, er hier hat keinen Stein. Wie viel Stein brauchen wir denn hier noch? 700. Boah. Uff. Ah, der wohnt hier gleich. Das ist natürlich sehr angenehm für ihn. Wo läuft der hin? Wo holt der den Stein ab? Sag jetzt nicht hier oben, oder? Wo holt der den Stein? Nee, da auch nicht. Wo zum Geier fährt der hin? Hier lang. Oh nein. Hier ist das Steinlager. Oh, das ist ja ein ganz unangenehmes Ding. Das ist ja ein super unangenehm, wie der laufen muss. Boah, warte mal. Wenn der hier drüber könnte. Das ist so unebenes Terrain, das ist Unsinn. So, das hier ziehen wir vor. Und dann bauen wir die zweite Brücke dann auch gleich noch.
Das ist jetzt keine so. Das ist natürlich keine Dauerlösung, ne? Das ist mir auch klar. Aber ich will das jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen wenigstens in den Griff bekommen. Indem ich hier Brücken baue. Damit wir ein bisschen eine bessere Weg. Das ist nur ein Steinwurf weit weg, bitte. So. Frage, City Skylines 2 schon auf der Kaufliste, ist bei Steam ja mit 49, da habe ich es auf der Wunschliste bei dir. Ich bin mal gespannt, ob ich es tatsächlich vom Entwickler kriege. City Skylines 1 hatte ich ja auch vom Entwickler bekommen. Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall dabei, ne? Also sobald es rauskommt, werden wir es auf jeden Fall spielen. Vielleicht habe ich schon die Möglichkeit, das eine Woche vorher zu spielen. Das war beim letzten Mal so. Colossal Order ist das sehr, sehr entgegenkommend, auch für die Content Creator. Die machen das sehr, sehr gerne, dass sie die letzte Beta-Version, die sie quasi zur Verfügung stellen wollen, dass sie die für die Content Creator schon mal eine Woche vorher rausballern. Und schon mal, bevor das in den richtigen Release geht, ja, quasi schon mal gucken, was machen denn die Leute draus, wo müssen sie gegebenenfalls noch mal kurz so auf die letzten Meter noch mal was dran nachdrehen. Das machen die ganz gerne. Und das ist auch völlig fein. Also ich habe da gar keinen, also ich bin gespannt. Wir werden das natürlich werden wir wilde Wasserspiele machen. Völlige Eskalation am Tsunami-Bau und solche Späße wird wie immer kommen. Wird wie immer passieren.